Ja, und nochmal zum Let's Talk zurück. Ich habe jetzt alles in einer Folge reingebracht, obwohl ich das alles nachhinein reinbringen wollte. Naja, hab da viel zu schreiben. Entschuldigung dafür. Naja. Auf jeden Fall. Es ist jetzt in der zweiten Folge schon. Habe ich gerade auf der Uhr geguckt. Auf jeden Fall, ihr könnt alles in die Kommentare schreiben hier im Let's Talk. Also nicht hier im Let's Talk, ist ja jetzt kein Let's Talk, sondern im Let's Talk könnt ihr halt nicht alles in die Kommentare schreiben. So meine ich es nicht. Ihr könnt ja Themenvorschläge machen und wir reden über fast alles. Wenn das jetzt nicht wirklich so eine Verarsche ist von euch, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe Angst. Ich muss mich irgendwie anders hinstellen. Weil die Mission, die habe ich immer früher verkackt. Moment. So, dass ich hier rausfahren kann. Ist denn hier der Ausgang? Ach, hier. So. So, dann gehe ich schnell in die Karre rein. Jetzt habe ich gar keine Themen mehr. Naja, mir fällt bestimmt was ein. Oh, steig ein, steig ein, steig ein. So. Okay, dann... So. Keine Sorge, ich fahre da schon nicht mehr hin. Bring das Geld zu Toni, das machen wir. Mit der Polizei am Arsch. Nein! Nein, 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 nein! Ich hab's brennen hören und denk, das wäre die Polizei gewesen. Aber jetzt hören wir das hier eben. Man merkt, dass das ein Safe Game ist, aber egal. Das kennen wir ja schon alles. Das hat doch jetzt so super geklappt. Ich weiß nicht, wodurch die anderen gestorben sind. Aber, naja. Fahren wir nochmal zu Toni. Man kann ja nicht jede Mission beim ersten Mal schaffen. Das ist ja unmöglich. Habt ihr ja gesehen bei der einen Folge da. Das Autobombenschlamassel. So, dann nochmal der Geldbote. Nehmen wir die Karre jetzt hier mal wieder. So. Ja, das wäre jetzt auch mal so ein Thema. Kann ich ja hier mal ansprechen. Kann man auch mit Talk ein bisschen ausarbeiten, das mit Nintendo, was sie da machen, ne? Das ist auch nicht gerade richtig. Ich meine, was die da mit dem Dingens machen. Kann man das nicht so parken? So. So. Müsste doch gehen, eben schnell. So. Einsteigen, ich drück schon F. Ich glitsch mich hier kurz mal raus. So. So, dann überfahren wir die jetzt alle. Ja, wie gesagt, mit Nintendo, mit YouTube, was sie da machen. Wenn man jetzt, wenn ich jetzt Pokémon richtig let's playen würde, das richtige Pokémon. Wird es dann heißen, ja, hier blech mal das Geld ab. Verdienen ja nichts mit YouTube, ne?
würde ich was damit verdienen, dann, oh, ich bin gestorben. So. Nehmen wir kurz mal die Waffe. Die ist despawned, okay. Ein Problem. Ich nehme mal die Karre da hinten. So. Also, was Nintendo da macht, ich weiß auch nicht. Wir müssen hier sicher Geld verdienen. Aber guck mal, ich spiele jetzt auch GTA 3. Und ich muss nichts an Rockstar Games zahlen, würde ich jetzt damit Geld verdienen, ja? Also auch ganz, ganz komisch. Das ist eine Geldmacherei, finde ich. Also ich persönlich finde das nicht korrekt. Die können ja machen, das ist ja ihr Produkt, die können ja damit alles machen, was sie wollen. Aber ich finde das ein bisschen schade, was aus YouTube geworden ist. Nur noch so eine geldverdienende Plattform, womit man Geld verdienen kann. Nicht jeder verdient Geld daran. Zum Beispiel ich jetzt, will ich jetzt größer sein und die Werbung draufschalten. Ich habe jetzt sowieso Werbung draufgeschalten, aber ich verdiene damit nichts. Ich will damit auch nichts verdienen. Ja, bin ich ganz ehrlich. So, bring das Geld zu Toni. Ja. Und ich habe nicht mal das AdSense-Konto, von daher, ich will das auch nicht. Ich halte einfach Werbung drauf. Und ja, macht jeder, wirklich jeder macht Werbung auf seine Videos. Ich bin jetzt kein, ich bin jetzt nicht das Gelbe von Ei, dass ich das nicht machen würde. Aber ich verdiene daran ja nichts. Ja. Ich kann euch viel sagen, ich habe kein AdSense-Konto, aber das stimmt wirklich. Wenn ich euch das schon sage, dann stimmt das auch. Ich verarsche euch jetzt hier nicht. Ja. So. Toni. 10.000 bekommen wir dafür, okay. Das Treffen bei Salvatore. Don Salvatore has called a meeting. I need you to collect the limo and his boy Joey from the garage. Then get Luigi from his club. Come back here and pick me up. Then we'll all drive over to the boss's place together. Those triads, they don't know when to stop. They want a war, they got a war. Now get going. So, Joey, kommen wir mal zu dir gefahren. Zu dir gerollt. Ich verstehe nicht, warum müssen die da immer vor laufen? Vor dem Parkplatz müssen sie immer laufen. Ich verstehe das auch nicht. Ja, ganz merkwürdige Menschen hier in Liberty City. Dafür kann ich jetzt nichts, Herr Officer. Dafür kann ich wirklich nichts. Ich weiß nicht. Portland. So. Dann schnappen wir uns mal ein Auto. Wenn wir eins finden. Folgen. Für die Mission jetzt nicht von neu anfangen. Ah, da hinten ist doch schon eins. Ich spring da jetzt einfach mal hin. So. Das ist mit zu den. Also gehört zu. Den schnellsten Autos in GTA 3 finde ich jetzt. Ist sehr dynamisch, das Auto. Guck mal, wie das schon richtig schnell fährt. Aber um die Ecke weiß ich nicht. Ja doch, doch, ist ganz gut, das Auto eigentlich. Wer ist das Auto? Patriot. Oh, okay, okay. Ich hoffe, die stehen da jetzt nicht draußen. Oh, Joey, in Anzug oder was? How you doing? Okay, wir müssen jetzt abhauen. Ja, ich glaube, es hackt hier. Meine Güte, nee. Das sind auch überall die Cops, echt.
fahren wir jetzt nicht lang. Wir fahren hier lang, damit wir schon mal einen Stern loswerden. Wir fahren dann weiter zu Luigi. So. Könnt ihr auch mal Platz machen hier. Dann fahren wir kurz nach Payne Square. Ich hoffe, die Limousine, die passt da rein. Oh, ich hoffe. Wer müsste. Gut. Dann sieht die auch nicht so verbeult aus. So. So, Luigi, beeil dich mal. So, dann fahren wir jetzt nach Toni. Holen den ab. Ach ja, der Toni, der macht nur Stress mit den Triaden. Frag mich, was sie den ganzen Tag machen. In jedem GTA-Teil müssen wir Aufträge erledigen. Ich weiß. Wir verdienen dadurch Kohle. Aber was machen die den ganzen Tag? Das stell dich doch nicht im Weg. Was machen die Auftraggeber den ganzen Tag? Das interessiert mich auch mal. Manchmal kommen sie ja sogar mit, wie jetzt hier. Aber was hat er da vorgemacht? Das möchte ich mal gerne wissen. Gut. Wahrscheinlich hat er sich fertig gemacht. Oh Gott. No fancy crap. So. Ja, danke schön. Warum müssen wir mit einer Limousine dahin fahren? So, mach die Garage auf. Dankeschön. Ich komme immer mit der Nacht dagegen. Ich weiß auch nicht. You did good back there, kid. Real good. Come on, let's introduce you to the Don. Hey, Luigi! Oh, my girls have been missing you so long, Salvatore. You've been away too long. You tell them once this unfortunate business is taken care of, we'll all go down to the club and celebrate, okay? Here's my boy. How you doing, Pop? You got yourself a good woman yet? Hey, your mother, God bless her soul, would be turning over in her grave to see you without a wife. I know, Pop. I'm working on it. Tony! How's your mama? She's a great woman, you know. Strong. Firenze. She's good. Fine. Terrific. Terrific. Now listen, you guys, you go inside while I talk to our new friend here. I see nothing but good things for you, my boy. 15.000 haben wir jetzt bekommen. So, dann gehen wir mal rein. Auf Piste mit Maria. Me and the fellas need to talk business, so you're gonna look after my girl for the evening. Hey, Maria! Move your butt! Dumb broad does this every time. And here she is, the one and only Queen of Sheba. What were you doing up there? Whatever it was, I bet it cost me money. Well, you don't think I hang around here for the conversation, do you? Get in the car, and keep your big mouth shut. Take the limo, but bring it back in one piece, you hear me? And watch her. She can be trouble. Yeah. I'm sure your new lapdog has everything covered. And isn't he big and strong? Hey, Fighter, let's go visit Chico and get some party treats. He's at the rail station at the Chinatown waterfront, I think. Nenn mich noch einmal Fifi, ne? Dass die sich hier Früchte rausnimmt. Glaub mal, ohne ihren Vater, ne? Da würde ich die keinen Zentimeter fahren. Kann sie allein fahren.